Und somit kommen wir zu unserem Thema der Woche. Und das Thema ist quasi berichten und berichtigen. Weil es mittlerweile in ganz vielen Themenbereichen zu einem Sport geworden ist, zuerst etwas zu berichten und danach etwas klarzustellen. Schlimm ist es immer dann, wenn es um sehr große Themen geht. Weniger schlimm ist es dann, wenn es um kleine Themen geht. Meines Erachtens ein eher kleines Thema, Wann was. ist was ein Thema klein und wann ist ein Thema groß? Wir werden es in dieser Sendung auf zwei verschiedene Sachen herausfinden, weil das Kleinere ist in dem Fall für mich die Sache, die mit Rammstein passiert ist oder bei Rammstein passiert. Und das andere ist der Krieg in der Ukraine. Das ist definitiv was Größeres, wo die Wahrheit vielleicht mehr hinterfragt werden sollte. Und beim anderen ist es halt verschiedene, eher kleingestreute Schicksale und nicht ein ganzes Land oder ein Kontinent. Ja, okay, da hast du jetzt gut ausgeredet, Lukas. Sehr gern. Weil das ist für, wenn das wahr wäre bei Rammstein und du betroffen bist, dann ist es eine große Geschichte für dich. Natürlich. Aber es macht natürlich einen erheblichen Unterschied, ob das jetzt, ob man aus der Sache lebend rauskommt oder eben nicht. Und Natürlich. wenn man einen ganzen Kontinent mobilisiert für Na, Krieg, ja, na sicher. Ich wollte nur damit die sagen, Dimension, das Ding ist das, da gibt es jetzt kein weniger arg und weniger gut und weniger, es ist einfach nur größer. du hast dich eh vorher schon gut ausgeredet, passt schon. Ich bin skeptisch, aber ja, ich weiß es nicht. Zwinker-Smiley. Nichts Genaues weiß man nicht, Herr Professor Filzmeier, vielen Dank. Wir schauen am besten gleich in den Bericht von der Zeit im Bild, wo es um das Thema Rammstein geht. Was du ihm auch berichtet? Naja. Dann muss es ja große Geschichte sein, oder? Wenn die Zeit das Mehrmals, berichtet. mehrmals. Aber gut. Die deutsche Band Rammstein ist bekannt für das Ausloten von Grenzen. Nun werden aber Vorwürfe diskutiert. Die Band und vor allem ihr Frontmann Till Lindemann hätten diese Grenzen auch mehr als deutlich überschritten. Junge weibliche Fans sollen zu Aftershow-Partys eingeladen worden sein, bewusst rekrutiert von einer sogenannten Casting-Direktorin. Dort soll es zu Sex gekommen sein. Einvernehmlich, aber es gibt auch Vorwürfe, dass es Übergriffe gegeben habe und Frauen mit K.O.-Tropfen gefügig gemacht worden sein sollen. In diesen Minuten startet der Deutschlandteil der Rammstein-Europa-Tournee in München. Regina Pöll und Christoph Benders berichten. Kurz vor dem Konzert prallen die Fronten aufeinander. Hier eine Demonstration gegen Rammstein. Dort die Besucherinnen und Besucher. Es gibt sie noch, die treuen Fans, auch von Sänger Till Lindemann. Es gibt sie noch. Wir wissen auch nicht, was passiert ist. Und ja, ich möchte keine Schuld dafür geben und ich enthalte mich meiner Meinung, sagen wir mal so. Wenn es bewahrheitet wird, okay, dann soll er zur Rechenschaft gezogen werden, gar keine Frage. Aber so weit müssen wir erst mal kommen. Gestern haben sich die Vorwürfe gegen Lindemann noch einmal erhärtet. Eine deutsche YouTuberin erzählt, was ihr im Vorjahr als 20-Jährige nach einem Rammstein-Konzert in Berlin passiert sei. Eine Mitarbeiterin Lindemanns, Alena M., führt sie mit einer Freundin und anderen Mädchen in einen Raum hinter der Bühne. Auf einmal macht's Klick und ich denke mir so, Digga, das ist gerade gar nicht gut. Ich bin gerade in einer gar nicht guten Situation. Manche seien benommen, nicht ganz bei sich gewesen. Manche gar nicht. Ich habe die angeguckt, da ist nichts passiert. Also die waren wirklich leer und saßen halt so da auf dieser Couch. Wie es überhaupt so weit kommen konnte. Mir wurde nicht gesagt, dass ich hier gerade Teil einer potenziellen Orgie werde. Wurde gesagt, ich gehe zu ganz normalen Afterparty. Und auf einmal checke ich, ich bin hier als Sexobjekt. Sie und ihre Freundin seien damals rausgestürmt, erzählt die Influencerin. Zuletzt sind etwa online wieder Vorwürfe aufgetaucht. Junge Frauen wüssten doch, worauf sie sich bei Aftershow-Partys einlassen. Man dürfe die Schuld aber nicht auf Betroffene abwälzen, hält die Veranstaltungstechnikerin entgegen. Sie hat einen Verein gegründet, der Frauen in der Musikszene unterstützt. Wenn man auf ein Konzert geht und Fan ist von einer bestimmten Band und dann zu einer Backstage-Party eingeladen ist, erfüllt sich da wahrscheinlich der Traum von sehr vielen Menschen. Also warum sollte man nicht mit seinem Artist feiern können? Das setzt aber noch lange nicht voraus, dass man dann eben in Situationen kommt, wie es jetzt eben bei Rammstein beschrieben wurde. Neben der Influencerin Kyla haben schon viele andere weibliche Rammstein-Fans ähnliche Erlebnisse geschildert. Alena M., die sich Casting-Direktorin genannt hat, soll Lindemann über Jahre junge Frauen für die Partys, auch für Sex, zugebracht haben. Sie wurde nun vom Management von allen Rammstein-Konzerten ausgeschlossen. Und die Band lässt eine Anwaltskanzlei die Vorwürfe überprüfen. An die Fans richtet Rammstein folgende Nachricht. Die Vorwürfe haben uns alle sehr getroffen und wir nehmen sie außerordentlich ernst.
Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit und bitten euch, beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art, denen gegenüber, die Anschuldigungen erhoben haben. Wir, die Band, haben aber auch ein Recht, nämlich ebenfalls nicht vorverurteilt zu werden. Der Münchner Konzertveranstalter hat bereits reagiert. Im Olympiapark gibt es keine sogenannte Row Zero, eine Reihe Null, aus der Mädchen Till Lindemann näher gebracht worden sein sollen. Auch Aftershow-Partys wurden abgesagt. Heute Abend geht die Party auf der Bühne jedenfalls weiter. Tja, das ist halt so eine Sache, weißt du, und das Wort, was ich mir da jetzt aufgeschrieben habe, ist eben Vorverurteilen. Und dass Vorverurteilen schlecht ist, ja, und dass man das nicht machen sollte. Und dass das aber komischerweise immer passiert, weißt, wenn man sowas hört, geht sofort Klick und denkt sich, nee, ja, ich sage jetzt irgendwas, ja, die sind sogar schuld, ja, das könnte man ja wissen, Aftershow-Party, bla bla bla, hin und her, also Vorverurteilen, weißt. Und im Grunde müsste man sehr ruhig beiden Seiten einfach zuhören, ja, ja. Und seine eigene Position da quasi, ja, reduzieren, weil meine eigene Position hat da nichts zu suchen, weil ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Ja, aber das ist das Zauberwort, also eigentlich der Zauberspruch, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ja. Und zwar, ich weiß es nicht aus voller Inbrunst und aus voller Seele, ja. Wenn dich jemand fragt um deine Meinung zu einem Thema, wo du nichts weißt. Nichts Genaues weiß man nicht, Herr Professor Filzmeier, vielen Dank. Aber es gibt halt einfach sehr viele. Ja, du kannst schon deine Meinung sagen. Schau, na, du kannst deine Meinung sagen und sagen, schau her, die hätten das alle wissen müssen, die sind alle über 18. Pass auf. Dann ist es deine Meinung. Ja? Nur, dass man dann sagt, und ich weiß, aber das, ich kann mir das schon vorstellen, dass es so war und das und das und das. Man kann glauben, was man will, aber du darfst eben den anderen nicht verurteilen. Und so musst du jetzt beide Seiten anhören, weißt? Aber auch das Opfer zuhören. Weißt? Ja, und dann nicht sagen, ja, das sind alles Mädels. Dann sagen, ja, was ist da passiert? Hinhören. Ja. Und dann gehört es halt aufklärt. Gell? Ja, aber das Ding ist ja das, und das ist das, was mir in der ganzen Sache stört, ist, dass wir auch in der Berichterstattung durch, ich sage einmal, journalistische Feinheiten solche Sachen sagt wie, die Vorwürfe haben sich erhärtet. Gestern haben sich die Vorwürfe gegen Lindemann noch einmal erhärtet. Eine deutsche YouTuberin erzählt, was ihr im Vorjahr als 20-Jährige nach einem Rammstein-Konzert in Berlin passiert sei. Weil eine Influencerin in einem Video über das Ding redet. Und ich denke so, wie können sie Vorwürfe erhärten, ja. Wenn einfach eine weitere, in dem Zusammenhang vielleicht Zeugin, einfach ihre Sicht der Dinge schuldet. Ja. Weil du kannst ja dann auch nicht sagen, wenn die Band, der ORF wird nie sagen, die Vorwürfe haben sich entkräftet, weil Rammstein jetzt sagt, sie weisen die Vorwürfe zurück. Richtig. Das entkräftet nicht, aber eine weitere Stimme auf der Gegenseite erhärtet die Vorwürfe. Aber die Frage, das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, aber die Frage ist dann, wann darf man dann überhaupt berichten? Ja? Also ab welchem Stadion so eines Geschehens sollte man berichten, wenn man Journalist ist, weil du ja noch nichts warst. Das heißt, du müsstest, wenn du das darüber berichtest, immer alle Seiten herzeigen, weil sonst tust du immer einen vorverurteilen. Ja? Ja, aber das fällt anscheinend gewissen Medien schwer, mehrere Seiten zu sehen. Das stimmt. Das brauche ich dir aber nicht sagen, oder? Das stimmt allerdings. Ja, das ist jetzt nicht nur da so. Wenn die ZIP nicht mehr auf TikTok wäre, hätten wir umso mehr Verschwörungstheorien, Propaganda, Falschmeldungen und ich glaube, wir sind ein wichtiges Gegengewicht. Ich habe mal probiert, ja, beide Seiten irgendwie da anzuschauen in dem Thema. Mhm. Und hab mir so einen deutschen Rechtsanwalt angeschaut. Den Herrn Solmecke. Richtig, ja, der hat etwa die Frisur von mir. Ja, finde ich sehr sympathisch. Das muss aber genau geklärt werden. Ja? Ich weiß das auch nicht, was da passiert ist. Und der hat schon ein paar interessante Sachen gesagt. Mhm. Und da ist halt eben auch diese Kayla vorkommen. Mhm. Und der hat das ein bisschen beleuchtet. Und ich habe mir das Video von ihr angeschaut. Und das, wenn man da nicht vorverurteilt und da auch hinhört, der hat gar nicht so wilde Vorwürfe quasi behauptet, mhm. Ja, sondern einfach, wie es ihrer Tod gegangen ist. Ja? Mhm. Also, sie hat nie gesagt, sie ist da eine, mit ihr ist das passiert und so. Ja? Die hat nur gesagt, sie ist in den Raum gekommen, das war sehr eigenartig, komisches Gefühl, was das ist ihre eigene Meinung, weil ich glaube, das kann man wohl dann schon auch sagen, wenn dir das passiert ist, gell? Dass man sagt, ein Raum, zwei Couchen drin, Alkohol
und die Mädels waren ein bisschen benommen. Es haben tausende Mädchen das Gleiche berichtet. Die wurden alle in diesem Raum schon vorm Konzert gesammelt. Denen wurden schon Drinks gegeben. Und irgendwann kamen halt Männer rein, unter anderem Till Lindemann. Der hat nicht gesagt, dass die K.O.-Tropfen eingemacht worden sind, sondern das haben halt benommen da gesessen. Das ist eine subjektive Wahrnehmung. Ja? Absolut. Und wie sie zu viel Angst gekriegt hat, ist sie dann rausgestürmt. Ja? Genau. Und das ist schon, ich meine, was sie halt auch gesagt hat, ich kann das ja auch nicht... Ja, war nicht dabei, aber dass eben die Freundin minderjährig war, was da so keiner einen Ausweis kontrolliert hat. Ja. Ich hasse Kinder. Ja, das sind dann eben beim Konzert, ja. Ja, pass auf, und da geht es jetzt ein bisschen darum, was die eine Sache ist, was hat die Lindemann da gemacht, ja, und gibt es da sexuelle Übergriffe? Till Lindemann ist dann reingekommen, hat sich die ganzen Mädchen angeguckt und hat sich ein Mädchen rausgesucht. Die wurde ausgesucht, um ihn zwischen den Sets einzublasen. Also es wird sicherlich den einen oder anderen geben, der sagt, ey, das war doch schon immer so, das ist Rock'n'Roll-Groupies, wenn die da Bock drauf haben. Dann ist das auch völlig okay, solange das alles freiwillig ist. Und es gibt auch viele, wie die Ex-Freundin von Till Lindemann, Sophia Tomalla, und noch einige, die auf seinen Touren dabei waren, die ihn sehr verteidigen und sagen, dass, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwas unfreiwillig passiert ist. Wohl interessant hat der Anwalt auch gesagt, es ist auch ein sexuelle Nötigung, wenn ich einen Überraschungsmoment ausnütze, gell? Das heißt, irgendwer kommt in einen Raum und dann, ich bin der Star und sagt, ja, ich bin der Star, wuh, weißt du, der ist überrascht und dann kommt zu einer sexuellen Handlung. Überraschungsmoment, das heißt, die Frauen sind zwar einverstanden, machen das, aber ihr müsst euch eins vorstellen, hier läuft das Konzert, die sind komplett hochgepusht, wir sind plötzlich in einem Raum und du, jetzt runter, Lindemann, 5 Minuten Pause, let's go. Und das wäre der 177 Absatz 2 Nummer 3. Da wurde ein Überraschungsmoment ausgenutzt. Könnte die andere Person sagen, ich bin so überrumpelt worden, gar nicht aggressiv, sondern eher überrascht, ja, dass man das nicht ausnützen sollte. Und da frage ich mich, warum gibt es Aftershow-Partys? Ganz ehrlich. Jetzt nur noch eine Frage, um das Thema Groupie-Sex dann abzuschließen. War es wirklich so, dass euer Manager schon vorgesorgt hat und gesagt hat, hier lässt mal Kameras draußen, wascht euch mal erstmal und schon mal alles abgeben, damit keine Fotos entstehen und. Sind die schon halbnackt in die Zimmer gekommen? Das finde ich wirklich konsequent. Ja. Das finde ich gut. Ja. Dass man naja, das mit den Aftershow-Partys, natürlich kann man nach einem Konzert sich nur ein bisschen anzaufen und so. Die Sache ist nur das, was mir bei der Geschichte mit dieser Influencerin ein bisschen am Keks gegangen ist, ist, dass sie, so wie du sagst, eine absolut respektable Erfahrung nacherzählt hat. Ja. Aber sie hat nichts davon passt zu dem, was quasi der ausschlaggebende Punkt war, wo eine Frau gesagt hat, sie ist vielleicht unter Drogen gesetzt und misshandelt worden. Das war die Frau mit den blauen Flecken. Genau. Ich glaube, das ist die Irin, mit der das alles begonnen hat. Ich möchte nur klarstellen, Till hat mich nie angefasst. He accepted, I did not want to have sex with him. Also er hat das akzeptiert. Ich habe nie mal gesagt, er hat mich vergewaltigt. Please read the entire Twitter thread for full context before making reports. Ja. Das heißt, sie sagt, sie ist zu einer Aftershow-Party gebeten worden. Ja. Sie hat sich nicht wohl gefühlt und ist dann gegangen. Und da ist nichts. Das ist nur ein Stimmungsbild. Aber das ist, glaube ich, gar nicht bis zum gewissen Punkt das, was ja eigentlich die Vorwürfe sind. Und das ist halt dann auch wieder so, das wird in die Berichterstattung reingeworfen als erhärtet, dargestellt und irgendwas so, da redet eine Frau drüber, der man wahrscheinlich glauben kann. Ich meine, wie gesagt, keiner von uns war dabei. Das muss aber genau geklärt werden. Ja? Ich weiß das auch nicht, was da passiert ist. Die einfach gesagt hat, das ist so gewesen und ich bin dann gegangen. Ja, ja. Weil ich mich nicht wohlgefühlt habe. Und denke mir so, ja, ist ja perfekt. Auf die Scheiße hätte, ehrlich gesagt. Ja, Gott sei Dank. Das ist die richtige Entscheidung gewesen wahrscheinlich für die. Wenn du die dann nicht wohlfühlst. Nein, wenn du nicht wohlfühlst, geh. Ja, ja. Auf jeden Fall. Das sollte man grundsätzlich mit Leuten draußen sagen. Wenn du nicht wohlfühlst, egal wer das ist, geh. Mhm. Ganz einfach. Das muss aber genau geklärt werden. Ja? Ich weiß das auch nicht, was da passiert ist und in welcher Drucksituation die Leute waren. Wenn ich mir von Sophia Tomallas Posting angucke und der Kollegin, die mit Lindemann auf Tour war, gab es solche Drucksituationen nicht. Gucke ich mir das an, was Kayla sagt, gab es sehr wohl diese Drucksituation, vor allen Dingen dieses Überraschungsmomentum. Genau, und nicht einschüchtern lassen und sagen, ja, schau, das Dirndl traut sich nicht und bibaba. Ja, wenn man Angst hat, sollte man gehen, das mache ich auch so. Ja. Aber man merkt jetzt schon ein bisschen was, es ist eben schwer, allein darüber zu sprechen, ohne vorzuverurteilen, weil du immer irgendwas annehmen musst. Ja? Weil man nichts weiß. Weil man nichts weiß. Ja, ich weiß es nicht. Da müssen wir es jetzt sagen, ja, okay, man muss jetzt beide Seiten anhören. Ja? Mhm. Die meisten waren nicht dabei, bis auf ein paar Influencer. Ja? Da gehört aber denen gehört auch dazu, auch zugehört. Natürlich. Und auch nicht vorverurteilt. Und sagen, das ist ein Groupies, das ist sowieso immer so, das gehört auch hingehört. Dann gehört auch der Band zugehört, obwohl natürlich die
werden sie nicht mit ihnen reden lassen, Ärzte, sondern eher über Anwälte. Gell? Da ist dann das Zuhören auch eher schwierig. Schuldig? Nein, nicht schuldig. Stattgegeben. Angenehm. Freispruch. Einspruch. Ah. Stattgegeben. Freispruch. Angenehm. Einspruch. Guten Tag, vertagt. Einspruch. Freispruch. Stattgegeben. Ah, schuldig. Das Orge ist ja das, und das ist ja das, was mich ein bisschen aufregt, dass eben sehr schnell Stellung bezogen wird. Und unter anderem halt auch von der Politik. Und ich meine, so, naja, was gut. Ist denn jetzt schon wieder? Naja, der hat, was der in den letzten 3 Jahren gelernt, dass sie uns den moralischen Weg zeigt. Weißt? Ohne Politik würde ich gar nicht wissen, würde ich gar nicht ausfinden in der Früh. Weißt du, wenn ich ohne die moralische Uhr. Also meiner Sicht kann er von Glück sprechen, wenn es sich ausgeht, dass er nicht strafrechtlich drankommt. Ich glaube auch, es werden noch mehr Dinge auf den Tisch kommen. Aber das ist moralisch eine Verluderung. Und natürlich werden die Menschen auch realisieren, dass sie angelogen worden sind. Und da wird sich sehr viel Aggression gegen ihn entladen. Und das wünsche ich ihm persönlich gar nicht. Da bist du deppert, Alter. Ja, schauen wir mal, wie der moralische Weg ist. Grüne fordern Verbot von Rammstein-Konzerten in Wien. Welche Grüne ist da eben die Frage, gell? Ja, die Grünen wahrscheinlich in Wien. Ja. Aber schau, das Ding ist, das ist genau das, wo ich mir dann denke, so, sind wir nicht in einer Demokratie? Demokratie heißt für mich, wenn man wirklich sagt, das geht nicht, das darf man nicht, dann kennen sie die Leute, die sich die Karten gekauft haben, und entscheiden, ob sie hingehen oder nicht. Und die, die was sagen, nein, das interessiert mich nicht, da bin ich dagegen. Ich entscheide mich mit meinem freien Willen dagegen, dorthin zu gehen. Punkt. Ja, servus, wo bist du? Du bist so deppert, Alter. Wieso hast du umgedreht? Mann, soweit ich weiß, gell? Ich kenne mir ja nichts aus, aber soweit ich weiß, gibt es da jetzt keine Anzeige. Und solange es da keine Anzeige gibt, finde ich auch, aber das ist wieder eben persönliche Meinung, dass man das vielleicht anders regeln kann wie mit Verboten. Ja? Dass man sagt, weißt du was, in Wien ist das anders, Freunde. Mhm. Ihr könnt eine Aftershow-Party machen, aber da steht ein Polizist drin. Und soll ich was sagen, was dann passiert, dann sagen sie die Aftershow-Party ab, weil so wie ich glaube, und ich war noch nie auf einer Aftershow-Party, passieren da Sachen, die nicht erlaubt sind. Weil wieso solltest du eine Party außerhalb von der Öffentlichkeit machen, hinter verschlossenen Türen? Was glaubst du, was da passiert? Wo deine Handys übrigens abgenommen werden, was die Influencerin auch gesagt hat. Ja, ja. Wo nach wird da was passieren? Ja, also nichts, was die Öffentlichkeit zu sehen hat. Jetzt nur noch eine Frage, um das Thema Groupie-Sex dann abzuschließen. War es wirklich so, dass euer Manager schon vorgesorgt hat und gesagt hat, hier lässt mal Kameras draußen, wascht euch mal erstmal und schon mal alles abgeben? Aber ob man das ganze Konzert verbieten sollte jetzt, weil das ist ja eben die Vorverurteilung, ja, da gibt es einen Verdacht und deswegen darf der seinen Beruf nicht ausüben, ja. Das ist schon ein Thema. Aber ich hätte gesagt, da stellt man einen Ordner rein, weißt du? Klar, warum nicht? Warum nicht? Die wolltest du wohl klauen. Komm. Alarm! Alarm! Für alle, die das Ganze jetzt ein bisschen zu reißerisch gefunden haben, was wir da machen, wir haben neben einem Verbot oder einem blinden Hingehen zu diesen Konzerten oder einem Leugnen dieser Aussagen dieser Frauen, die da jetzt gerade Vorwürfe erheben. Wir haben einen Mittelweg für euch, weil wir... Findest du das reißerisch war, was wir jetzt gemacht haben? Es gibt sicher Leute, die das sagen. Ich finde es nicht. Nein. Wir von Nullpunkt haben einen guten Mittelweg für euch. Für alle, die den Till Lindemann jetzt quasi misshandelt sehen wollen, schaut euch das Video Ach so gern an von Lindemann. Da wird er für 2,5 Minuten durch die Gegend gefotzt. Ich war ein wahrer Frohle. Ja. Wenn euch das hilft. Das ist ja auch die Kunstfigur, den Lindemann. Das ist ja auch schon wieder was man eigentlich dann auch sagen muss. Ich weiß nicht, wie der ist. Ist der so? Es ist einfach verlogen von... Von der privaten Lebensführung bis zur Inszenierung des Kanzleramts ist alles eine Kunstfigur. Und die Menschen werden das sukzessive auch erkennen. Und was? Immer mehr erkennen es schon. Und ich weiß es ist der nicht. So wie auf der Bühne? Ich ist Brad Pitt so wie im Film? Oder hat der private Seiten auch, was? And the actor goes to Brad Pitt for Once Upon a Time in Hollywood. Let's be honest, it was a difficult part. A guy who... gets high, takes his shirt off and doesn't get on with his wife. It's a big stretch. Oh, hallo. Wir sind die Jungs von Nullpunkt und ihr habt euch gerade einen Clip von Alles Gute Österreich angeschaut. Wenn ihr die ganze Sendung sehen wollt, dann klickt jetzt am besten hier hin. Und wenn ihr wissen wollt, was wir sonst noch so machen, dann klickt jetzt am besten dahin. Da ist unser Kanal. Und wenn ihr schon am Kanal seid,
können Sie gerne ein Abo da lassen, ein Like, ein Kommentar und über Spende würden wir uns besonders freuen. Danke! Alles Gute! Tschüssi!